Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie man mit vier Bällen jongliert. Und zuerst muss man natürlich die Säulen können mit beiden Händen. Wenn man die kann, sehen sie so aus. Wenn ihr das jetzt noch nicht könnt, werde ich euch hier das Video nochmal verlinken. Und ihr müsst die natürlich mit beiden Händen können, also mit links und mit rechts. Und ich würde euch für den Anfang empfehlen, die einfachste Form der Säulen zu benutzen, das heißt von innen nach außen. Und dann, wenn ihr die Säulen könnt und auch mit drei Bällen jonglieren könnt, wenn ihr das noch nicht könnt, will ich es euch auch hier verlinken, dann nehmt einfach die Bälle, nehmt die Hände hier so in einem rechten Winkel hier beim Ellbogen und dann versucht ihr einfach mal am Anfang gleichzeitig die hochzuwerfen und immer von innen nach außen die Bewegung. Und ich würde euch raten, in der Mitte relativ anzufangen, also ungefähr so weit Platz noch. Und ihr müsst die Hände ein bisschen nach außen drehen, wenn ihr dann den Ball werft, dass der von selber so nach außen fliegt. Und dann müsst ihr einfach mal ausprobieren, ob ihr es schafft, dass die Bälle fliegen. Es kann natürlich sein, dass ihr ungleichmäßig werdet, das ist aber auch kein Problem. Ich würde euch empfehlen, das Ganze erstmal an der Wand zu testen, weil dann könnt ihr nicht so leicht schief werden. Also das heißt, ihr stellt euch vor eine Wand hin. Ihr solltet die Bälle dann ungefähr so hochwerfen, das heißt so ein Stück über euren Kopf. Und dann probiert ihr das Ganze mal aus vor einer Wand, werft die ersten zwei Bälle hoch und schaut mal, wie die so fliegen. Und ihr solltet dann von der Mitte wegfliegen und dann schon eine schöne Greifbewegung nach außen machen. Und dann, wenn ihr das mit zwei Bällen schon relativ gut könnt, dann könnt ihr auch gleich nochmal die zweiten Bälle nachwerfen. Das heißt, ersten Bälle, zweiten Bälle. Und das einfach mal versuchen. Und so lange üben, bis ihr es schafft. Und dann könnt ihr auch einfach weitermachen und schauen, wie lange ihr es schafft, ohne dass ihr runterfallen. Und das müsst ihr dann üben, bis ihr es gut könnt. Ich zeige es euch jetzt nochmal in Zeitlupe. Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall antworten. Und in der Videobeschreibung ist jetzt noch mein Twitter-Link und mein Instagram-Link. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ciao.